Heute dreht sich bei uns alles um das absolute Brainfood und wie wir unseren Körper im Frühling richtig auf Vordermann bringen und unser Gehirn in Schwung bringen. Und dazu besuchen wir unsere Lifestyle-Expertin, die Conny Hörl, und schauen einmal, wo wir regional solche Brainfood-Produkte herbekommen. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Heute dreht sich alles um das absolute Brainfood und wie wir im Frühling unseren Körper in Schwung bringen können und unser Gehirn richtig boosten. Und dazu hat natürlich die Bettina sicher wieder eine spannende Aufgabe für mich und das schauen wir uns jetzt einmal an. Brainfood, das klingt richtig super. Am allerbesten holen wir unser Gehirn mit hochwertigen Ölen und Fetten aus dem Winterschlaf. Und die finden wir in Nüssen und Samen. Da enthalten sie nämlich ungesättigte Fettsäuren. Die regen zusätzlich nur unseren Serotoninspiegel an und heben unsere Stimmung. Außerdem essentiell sind jetzt die Frühkräuter. Die vertreiben uns jetzt so richtig Winterblues und geben uns Kraft für den Frühling. Und daraus bereite ich gern die neuen Kräutersuppe zu. Die mache ich diesmal selber und gib's dir zum Verkosten. Deine Challenge ist heute, dass du aus hochwertigen Ölen von Nüssen und Samen ein richtiges Brainfood zauberst. Oh Bettina, da bin ich sehr gespannt, also auf diese neuen Kräutersuppe vor allem. Und für dieses Brainfood, da werde ich mir jetzt eine Spezialistin dazu holen. Da kenne ich nämlich eine in Salzburg, die ist da richtig gut drauf. Und für unsere Öle habe ich mir überlegt, fahren wir jetzt in die Salzburger Ölmühle und da findet man bestimmt die richtigen Sachen. Servus, grüß dich. Grüß dich, Markus. Du, ich brauche ein paar richtig coole Sachen für unser Brainfood-Menü. Wir machen ein Menü, wo richtig, wo es um Brainfood geht. Und ich habe gesehen, du hast richtig coole Öle. Und da darf ich ein bisschen was mitnehmen. Magst du mir das einmal zeigen, wie du das, was da bei dir so am Laufen ist da? Ja, gerne. Also wir machen ja 17 verschiedene Öle. Ich habe da jetzt einmal ein bisschen was vorbereitet, zum Beispiel ein Kürbiskern mit Hanfsamen und mit Mahn. Das kommt bei uns alles aus Österreich, das meiste aus dem Waldviertel, Niederösterreich. Wir machen da hochwertige Rohkostöle. Wir pressen das auch mit 37 Grad Höchsttemperatur bei uns das Öl raus. Und da haben eben die ganzen Fettbegleitstoffe, die was fürs Hirn dann ganz wichtig haben, auch da drinnen. Ja. Wie funktioniert denn das jetzt genau da mit dem Pressen? Das zeige ich dir jetzt. Ich lade jetzt da mal die Kürbiskerne rein. Sollte man da ein. Jetzt kann man auch dann nachher da den ganzen Temperaturverlauf nachher verfolgen. Also es ist eine Schneckenpresse, das ist ein geschlossenes System. Wir haben da unsere zwei Schläuche, wo wir jetzt an diesen Temperatur regeln können. Wir tun da während dem Pressen jetzt dann wieder kühlen und können das garantieren, dass unser Öl nicht wärmer wird als wir die 37 Grad, was wir da jetzt eingestellt haben. Aber ja, das sind jetzt 5 Kilo, da bringen wir aus den 5 Kilo aus dem Kübel, da bringen wir jetzt aus ca. 1,2 Liter. Boah, also das ist eigentlich gar nicht so viel. He? Nein, also normal, also jeder Kürbisölpresser locht mir da jetzt ein bisschen aus, weil er sagt, hey, wir bringen da viel mehr raus. Und das kommt hauptsächlich durchs Rösten. Es hat, natürlich, das Rösten hat Vorteile. Erstens bringt man den Geschmack mehr in die Flasche rein. Ich mag sehr das geröstete Kürbiskernöl, aber für die menschliche Gesundheit, für uns Männer vor allem, hilft mein Kürbiskernöl weitaus besser, auch für die Prostata zum Beispiel. Und dann bleiben die Sachen bleiben dann über und das tust du dann mahlen, oder? Genau, aus dem machen wir dann alles Mehl, wir tun das dann noch mahlen. Ich habe da jetzt zum Beispiel beim Hanfmehl oder das Mohnmehl zum Beispiel, das haben wir da wirklich, das haben wir wirklich fein vermahlen nachher, damit man das nachher zum Verpacken und zum Kochen auch hernehmen kann. Ja. Wie lässt sich jetzt das Ölpressen eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenbringen? Wir bekommen die Saaten, die was wir da jetzt stehen haben, kriegen wir alle natürlich aus Österreich. Das Klasse ist, aus diesem Kürbiskern wird nichts weggeschmissen, das wird zu 100% verwertet. Gell? Wir haben da diesen Presskuchen, dieser Presskuchen wird zu Mehl und dieses Mehl kann man dann wieder zum Backen hernehmen zum Beispiel. Ja? Außerdem pressen wir da den Strom aus nachhaltigem Strom auch von der Salzburg AG. Wir haben auch in unserem neuen Projekt, wir werden ab 1. Juli übersiedeln nach Seeham, in den BioArt Campus. Und da haben wir zum Beispiel dann eine 80 kW Peak-Anlage, Photovoltaikanlage drauf. Einfach, da man sagt, dieser Strom, wo kommt der her?
dass man das alles mit in der Nachhaltigkeit auch da berücksichtigt. Möchtest du mal was kosten? Ja, sowieso. Unser Kürbiskernöl muss kosten, weil das kennt man nicht so. Ich kenne das von der Farbe her anders. Von der Farbe her ist meins braun eigentlich und ein geröstetes Kürbiskernöl ist eigentlich dunkelgrün, gell? Ja. Und das schmeckt da ganz anders. Das schmeckt einfach, der Kürbiskern, den schmeckt man einfach nur viel mehr aus als der Naturkürbiskern, ja? Mhm. Ja. Nein, das ist super. Und das Klasse ist bei den Rohkostölen, unser Körper kann es zu 100% verstoffwechseln. Also das, was mich jetzt interessiert, wer schmeckt Hanföl? Ja. Das ist ja mal, das ist ganz grün. Das ist grün, ja. Das glaubt man gar nicht, weil der Samen eigentlich ganz hell ist. Aber man sagt es auch beim Presskuchen, der Presskuchen wird schon grünlich dann, gell? Warum wird das grün? Ja, das ist die Pflanze selber, der Samen selber. Ja. Der hat eben die, das hat die, der Ölgehalt ist, das ist ein grüner Farbstoff. Die Farbe hat nichts mit Temperatur oder mit Pressung zu tun oder sonst irgendwas. Das ist einfach der natürliche Stoff. Hanföl ist grün, ja genau. Okay. Natürlich, beim Kürbiskern hat es auch mit der Röstung was zu tun, weil es ja dunkelgrün wird. Und man wird aber von dem nicht high, oder? Nein, high wird man ja gerade vor dem THC-Öl. Das wird aber aus der Blüte gewonnen und nicht aus dem Samen. Okay. Gell? Also da, das ist THC-frei, das ist nur aus dem Samen gewonnen. Ja. Okay. Also das ist speisentauglich? Das ist speisentauglich, auf alle Fälle. Ja. Gell? Wow, das schmeckt Vollgas nach Mohn. Ja, das Mohnöl ist sehr, sehr stark vom Mohn. Ist auch wirklich, wirklich klasse, wenn man da jetzt zum Beispiel aus dem Mohnmehl noch einen Kuchen macht, einen Mohnkuchen, weil der Presskuchen auch noch den Mohngeschmack recht gut drinnen hat. Ja? Also das ist für mich jetzt das Interessanteste. Also da werde ich auf jeden Fall Mohnmehl mitnehmen, weil das müssen wir ausprobieren. Gerne, ja. Das klingt sehr interessant. Jetzt tue ich bei dir ein bisschen shoppen, gell? Also ich nehme alles mit. Gerne. Nein, jetzt ganz im Ernst. Ich hätte gesagt, ein Hanföl nehme ich auf jeden Fall mit. Ein Hanföl? Sehr gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit ein Mohnöl. Ein Mohnöl? Ja, haben wir da. Unbedingt. Dann ein Kürbiskernöl, müssen wir eins mitnehmen, muss ich auch unbedingt mitnehmen. Kürbiskernöl? Das gefällt mir auch super. Und noch ein Hanfmehl und ein Mohnmehl. Super, ich glaube, dann sind wir versorgt. Und der Sackerl ist voll. Perfekt. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Dankeschön, ja, das wird sicher ein geniales Brain Food Menü. Ja, super, ja, danke. Super, danke dir. Ciao, fertig. So, zurück in der Küche. Wir haben ein paar richtig coole Brainfood-Produkte ergattert. Und ich habe jetzt was vor, nämlich, liebe Bettina, ich werde jetzt dir einmal beim Kochen zuschauen, wie du nämlich deine neuen Kräutersuppe kochst. Die neuen Kräutersuppe ist wahrscheinlich eines der ältesten Gerichte, was die Menschen zubereitet haben. Sie steht dafür, dass wir den Winter vertreiben und mit voller Kraft in den Frühling gehen. Sie trägt symbolisch die Hoffnungsfarbe Grün und die Zahl 3 ist eine heilige Zahl und die 9 ist somit die dreimalige Dreifaltigkeit und war früher noch stärker als die Zahl 3. Somit verwenden wir 9 Kräuter für die neuen Kräutersuppe. Und die Natur hat jetzt absolut alles, was wir im Frühling brauchen, für uns parat. Sie vertreibt uns den Winterblues, wir kriegen gute Laune, sie wirkt entgiftend, entschlackend, versorgt uns mit ganz tollen Nährstoffen, die wir jetzt unbedingt brauchen. Meine neuen Kräutersuppe, die mache ich so. Ich lasse die Butter im Topf schmelzen, gebe jetzt die Zwiebel dazu und lasse die Zwiebel schön glasig andünsten. Gebe die Kartoffeln dazu und die Gewürze und ich lösche mit dem Wein ab. Den lasse ich ganz kurz nochmal richtig schön aufköcheln. Ich gebe das Salz mit dem Magikraut dazu und lösche mit dem Wasser ab. Jetzt haben die Kartoffeln 10 Minuten geköchelt und sind schön weich. Jetzt können wir es mit dem Pürierstab einmal schön durchmixen, damit wir eine schöne, cremige Konsistenz haben. Und dann kommen die 9 Frühkräuter, 4 Handvoll dafür hinein. Da ist auch ganz tolles Chlorophyll enthalten und somit wirklich ein super Brainfood. Und die 9 Kräuter, die ich reingebe, sind die Brennnessel, der persische Ehrenpreis, das Gänseblümchen, der Bärlauch, der Löwenzahn und über die anderen 4 Kräuter erzähle ich draußen nur ein bisschen mehr. Die Brunnengresse hat Vitamin A und Vitamin C enthalten. Aber besonders hervorzuheben sind die Senfölglykoside. Die regen uns so richtig die Verdauung an und wirken keimtötend. Die Vogelmiere hat neben Vitaminen und Mineralstoffen auch noch Saponine enthalten.
Die wirken blutreinigend und entzündungshemmend. Das Schaboxkraut wird verwendet, bevor es gelbe Blüten ausbildet. Da wird es nämlich leicht giftig. Es ist eine absolute Vitaminquelle mit ganz viel Vitamin C. Früher ist sogar Skorbut damit geheilt worden, das auf Vitamin C-Mangel zurückzuführen ist. Der Kirsch hat ganz viel Vitamin C enthalten. Und in der Volksheilkunde ist er dafür bekannt, dass er gegen Gicht und Rheuma wirkt. Jetzt geben wir die 4 Handvoll Frühkräuter in die Suppe. Püriere das Ganze mit dem Pürierstab, sodass es eine schöne, cremige Konsistenz wird. Der Sauerrahm wird mit Wasser und dem Haselmehl und dem Dinkelmehl aufgerührt und unter die Suppe gehoben. So, jetzt wird die Suppe noch abgeschmeckt mit Salz und ein bisschen Pfeffer und mit ein bisschen Muskatnuss. Und jetzt ist die neuen Kräutersuppe fertig und die füllen wir jetzt für Markus ab. So Markus, jetzt ist die Suppe fertig und ich bin schon gespannt, was du dazu sagst. Bettina, vielen Dank. Ich werde die natürlich richtig schön anrichten für dich, noch ein bisschen aufschäumen und dann als Topping oben drauf noch ein bisschen was von dem richtig guten Kürbiskernöl und dann können wir sie probieren auch gleich. Das Kürbiskernöl wird gewonnen aus den Kürbiskernen, die in dem saftigen Fruchtfleisch des Kürbisses enthalten sind, die weißlichen kleinen Kerne, die, wenn man sie trocknet, grünlich-grau werden. Aus denen wird ein besonders hochwertiges und tolles Öl gewonnen mit super Inhaltsstoffen. Es ist Selen, Zink, Mangan und viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. In der Volksheilkunde wird es vor allem bei männlichen und weiblichen Unterleibsbeschwerden verwendet. Außerdem wirkt das Öl cholesterinsenkend und der enthaltene Kaliumanteil, der wirkt blutdrucksenkend. Es hat ganz viel ungesättigte Fettsäuren, bis zu 50%. Das macht es zu einem absolut super Brainfood. Es macht unsere Zellmembran flexibel und durchlässig. Das Kürbiskernöl sollte durch das, dass es auch sehr fettreich ist, nur als Topping verwendet werden, zum Beispiel für Salate, Suppen, Aufstriche, manche mengen es auch gerne über Vanilleeis. Ja, man sieht gleich, das Kürbiskernöl ist ein bisschen heller, als wir das kennen. Und jetzt werden wir das gleich mal probieren. Bettina, Hut ab! Also die Kräuter wirklich ganz intensiv, Kürbiskernöl passt richtig gut dazu. Und ich glaube, die werde ich in nächster Zeit gleich mal nachkochen. Ich freue mich, wenn ihr unser Video liked und unseren Kanal abonniert. Super Einstand von der Bettina mit ihrer neuen Kräutersuppe in der eigenen Challenge sogar. Und ich muss jetzt natürlich los zur Conny Hörl. Die hat sogar ein Buch geschrieben, nämlich Leben im Balance. Und da werde ich jetzt meine Hanfprodukte mitnehmen und schauen, was die Conny mit mir für einen Hauptgang kocht. Markus, grüß dich. So, ich komme jetzt von meiner Shopping-Tour. Sehr gut, ich habe jetzt für dich was mitgebracht, was ganz Spezielles. Und ich bin schon so gespannt, was du machst. Was. Und zwar habe ich mir jetzt Hanfmehl. Wunderbar. Das könnte sehr interessant sein. Und ich habe für dich auch noch mit ein Hanföl. Wir machen heute Hanfgnocchi. Und da brauchen wir das Hanfmehl dazu. Das werden wir allerdings mischen dann. Mit dem normalen Mehl und das Ganze, die fertigen Gnocchis, werden wir dann so ein bisschen in einer Salbei-Butter mit ein bisschen Cocktailtomaten und gerösteten Hanfsamen anrösten. Und jetzt habe ich natürlich, frage ich mich, ob du da in deinem Sackerl auch die Hanfsamen hast. Ich habe da ein Glas mitgebracht. Ja, wunderbar. Das ist das richtige Hoffnung. Super, also quasi das volle Korn. Wie läuft das mit dem Rezept jetzt? Was ich jetzt schon gemacht habe, ich habe die Kartoffeln ins Rohr gegeben bei 200 Grad. Ich könnte es natürlich kochen auch, aber da werden es viel, viel batziger. Ja. Und bei 200 Grad im Rohr, dann entzieht es alles Wasser und dann tue ich mich einfach viel leichter mit der Verarbeitung. Die sind heiß und wir müssen natürlich die Schale da erstmal runterkriegen und wir brauchen nur das Innerste. Ich muss die heißen Kartoffeln jetzt angreifen, oder? Ich fühle, du presst. Genau. Das Hanfmehl, das ist ja extremst nährstoffreich.
Die Aminosäurezusammensetzung ist optimal für unseren Körper. Also wir können das Eiweiß hier sehr, sehr gut aufnehmen. Und es sind relativ viel von diesen sogenannten verzweigtkettigen Aminosäuren drin. Und das sind diese BCAAs. Mhm. Und den Sportlern wird das was sagen. Das ist nämlich wirklich sind die Aminosäuren, die für Muskelaufbau so wichtig sind. Ja. Und deswegen ist Hanfprotein und auch Hanfmehl wirklich ein tolles Sportlerprodukt. Und das ist jetzt für dich auch das, wo du sagst, das ist einer von diesen Balancebringer, oder? Was bringt dich in die Balance? Ja, ich glaube immer, wir müssen eigentlich schauen, dass wir unseren Körper echt allumfassend gut versorgen können. Gell? Also, und das ist so, ja, man könnte sagen, dass das Hanfmehl oder die Hanfprodukte sind so richtiges Superfood, ja? Und geben uns so ein bisschen die Superpower. Und ich glaube, diese Kraft von innen, die ist ganz wichtig, wenn wir in Balance kommen wollen. Normalerweise macht man da so ein bisschen einen Platz in der Mitte, dann geben wir da das Mehl rein, dann die zwei Dotter rein. Gehen wir gleich ein bisschen Muskat drüber. Bisschen. Und salzen da ja, was, gell? Sehr gut. Okay, also ich mache das normalerweise so, dass ich das von außen nach innen so ein bisschen reinarbeiten, dass die Dotter quasi da gut vermengt sind. Und sobald man dann eine gewisse Konsistenz hat, kann man dann auch anfangen. Ich mag, ich stehe auf gatschen. Sowas, gell? Dann gatschen, darf man gatschen. Das ist ja gar nicht. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Mhm. Ja? Schaut ja normal immer so aus bei dir. Sicher. Aber bei dir hat es jetzt viel malerischer ausgeschaut in der Zubereitung, muss ich zugeben. Und jetzt geht es uns noch geil formen. Genau. Du kriegst einen Teil, ich krieg einen Teil. Okay, und wer schneller? Und schöner. Also ich tue die gar nicht in der Hand lang wälzen, sondern ich tue die einmal glatt rollen. Es gibt da so coole Bretter. Da nimmt man die dann quasi so und rollt die nur so drüber. Dann sind die ein bisschen eingerollt, so halb, und haben auch dieses Streifenmuster drauf. Das wäre quasi ein Küchengimmick. Genau, das ist, da gibt es so Gnocchi-Bretter, so eigene. So, betrachten wir mal unser Werk. Ja, ausschauen dann sehr fast alle gleich, aber meine sind trotzdem schöner. Genau, aber ich würde sagen, wir machen jetzt eine Zusammenführung im Topf. Das ist eine gute Idee. Also ein bisschen Wasser habe ich schon aufgesetzt. Sehr gut. Es fängt auch schon so ein bisschen an. Oh ja, und da habe ich gleich einen Energiesporttipp für euch. Conny, Deckel drauf. Ja, salzen immer nachher, dann kocht es schneller. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mal die Alexa fragen. So, unser Wasser kocht jetzt. Jetzt dürfen wir salzen. Jetzt dürfen wir salzen. Die brauchen ja nicht lang, 2-3 Minuten. Können wir schon mal jetzt die Butter weich werden lassen in der Pfanne. Gemeinsam mit den Salbeiblättern und dem Hanfsamen werden wir das Ganze ein bisschen braun werden lassen. Und dann können wir die Gnocchi in dieser Butter ein wenig schwenken, ein wenig anbraten lassen. Und ganz zum Schluss geben wir jetzt noch die Tomaten dazu, also wirklich ganz kurz vorm Servieren. So, jetzt habe ich wieder ein Parmesan noch. Ich helfe dir jetzt einmal bei dem. Super. Okay. Dass wir da. Oh, schaut schön aus. Wunderbar. Wunderbar. So, und ich gebe noch ein ganz bisschen was vom Hanföl drüber. Was hat es jetzt mit auf sich mit dem Hanföl? Was bringt uns das jetzt? Das Hanföl, das hat eine außergewöhnliche gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind immer die entzündungshemmenden und Omega-6 ein bisschen die entzündungsfördernden. Und deswegen sollte immer ausreichend Omega-3 drin sein. Das haben wir hier. Und wir haben noch eine Besonderheit, nämlich die Omega-6-Säuren, die drin sind, das sind besonders viele sogenannte Gamma-Linolensäuren. Die sind normalerweise nur in der Nachtkerze drin. Und die sind ein echtes Highlight für alle Themen, wenn es rund um die Haut geht. Es heißt, man könnte sich nur von Hanf ernähren und wäre optimal versorgt, generell quasi das perfekte Lebensmittel. Kommt man immer drauf an Wöchern, gell? Aber die schauen auf jeden Fall echt gut aus und ich muss sagen, ist ganz neu für mich. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es schmecken. Finde ich echt cool. Also ich muss sagen, der absolut geniale Frühlings-Brain-Food-Booster schlechthin. Also ich muss echt sagen, ich bin sehr begeistert. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut auf euch, esst mehr Brain Food und dann geht es euch auch richtig gut.
Zurück in der Küche von der Conny, wo wir jetzt richtig einen genialen Hauptgang gekocht haben. Und jetzt fehlt uns ja noch das Wichtigste. Und das ist ja immer meine Aufgabe, die kalorienreichen Süßigkeiten. Und die aber auch gepaart mit richtig viel Brain Food. Und zwar am Mohn werden wir da jetzt hernehmen. Wir haben Mohnmehl und Mohnöl. Das bauen wir da jetzt ein. Für unseren Mohn-Schoko-Brownie werden wir jetzt als allererstes unsere Schokolade mit der Butter schmelzen. Im zweiten Schritt schlagen wir unsere Eier auf, und zwar ganze Eier mit dem Zucker, richtig schön schaumig aufschlagen. Jetzt können wir schon unser Mohnmehl und das normale Mehl vermischen. Das Mohnmehl, ein ganz tolles Produkt. Da sind ganz viele Ballaststoffe drinnen, Vitamine, Mineralstoffe und kein Kohlenhydratanteil, dafür umso mehr Proteine. Aber vor allem, wenn man Mohnmehl und Mohnöl gemeinsam verwendet, erhöht sich die Bioverfügbarkeit. Das heißt, vom Körper können die wertvollen Inhaltsstoffe noch besser aufgenommen werden. Und natürlich auch unser Kakaopulver, das ist ein Bitterkakao. Also der hat keine Süße. Und dann mischen wir das einmal richtig schön durch. Dann mengen wir die Schokoladenmasse unter die aufgeschlagene Eimasse. So, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt müsst ihr ein bisschen was arbeiten, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das geht jetzt mit dem Handbesen leichter, weil das Einarbeiten von dieser Mohn-Mehl-Mehl-Mischung ist gescheiter mit dem Handbesen, weil das staubt sonst so viel. Da jetzt ganz wichtig, mit ein bisschen Geduld, ja, das ganz langsam so Löffel für Löffel in die Masse einarbeiten. Und im Anschluss können wir dann noch die flüssige Sahne unterrühren und das Ganze zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Und damit wir der Bettina jetzt noch richtig ganz draufsetzen, werden wir jetzt natürlich, damit sie einen richtigen Zuckerschock kriegt, noch ein bisschen eine frische Vollmilch und weiße Schokolade hocken und das mischen wir unter die Masse. Und wenn wir den Brownie dann aufstechen, dann läuft da die Schokolade raus. Für unser Mohn-Topping auf unseren Schoko-Brownie, da haben wir jetzt einen gemahlenen Mohn. Den vermischen wir jetzt mit ein bisschen Kristallzucker, einer Prise Zimt. Dazu kommt dann als Flüssigkeit ein bisschen Milch. Ja, braucht man, dass das eine richtig schön manchige Masse wird, die wir dann oben drauf schmieren. Und das Allerwichtigste, das wir dann dazugeben, ist natürlich unser Mohnöl, das wir mitgebracht haben. Und zwar mal so richtig ordentliche 2 Esslöffel, damit man da auch ein bisschen was merkt davon. Der Mohn gehört zu den Mohngewächsen. Er wird gerne in Asien, Europa, aber auch in Österreich angebaut. Nach der Blüte entsteht die sogenannte Kapselfrucht. Und in dieser sind die Samen enthalten, die sogenannten Porenkapseln, aus denen dann das Öl gewonnen wird. Der Geschmack des Öls, der entsteht vom Schalenanteil des jeweiligen Öles. Es sind ganz viele ungesättigte Fettsäuren, B-Vitamine und Vitamin E, aber auch Mineralstoffe enthalten. Besonders die ungesättigten Fettsäuren sind ein ganz tolles Brain Food. Sie wirken aber auch für unseren Kreislauf und für unser Immunsystem. Wir sind nicht so weit und werden unseren Brownie jetzt in den Ofen schieben. Und da habe ich einen Energiesporttipp für euch. Verwendet unbedingt die Schnellaufheiztaste, da spart ihr nämlich richtig Energie. Schaut mal, wie richtig cremig das ist. Und die werden wir jetzt in unsere Form da füllen. Und dann gehen wir die direkt ins Rohr und backen den für ca. 20 bis 25 Minuten. Für unsere Glasur ganz oben drauf auf unser Mohn-Topping brauchen wir jetzt noch unsere geschmolzene Schokolade. Die vermischen wir noch mit der Sahne, verrühren das ganz glatt, dass das eine schöne, geschmeidige Glasur gibt und geben es dann oben drauf. Jetzt schaut euch einmal den genialen Brownie an und den geben wir jetzt ins Rohr. 170 Grad, vorgeheizt ist unser Rohr und ab damit. So, unser Brownie ist jetzt fertig. Jetzt werden wir uns den einmal anschauen. Boah, der duftet schon. Gewaltig. Und jetzt können wir unseren Brownie fertig machen. Alter, ein Wahnsinn. Also für mich das absolute Brain Food. Egal wie viel Zucker, aber der ist genial.
Und darum werde ich mir jetzt das Fazit von der Bettina anschauen. Die Idee mit dem Kürbiskernöl über die neuen Kräutersuppe finde ich super. Da werden nämlich auch nochmal die fettlöslichen Vitamine noch besser aufgenommen. Der Conny, ihr Brainfood-Gericht, finde ich echt klasse. Das bringt so richtig Schwung in unser Hirn und passt jetzt perfekt zu dieser Jahreszeit. Dein Dessert ist toll, hat super Inhaltsstoffe, also diese dunkle Schokolade oder auch der Rohkakao fördern unsere Konzentration und fördern auch unsere Gehirnfunktion. Allerdings ist echt viel Zucker drinnen und der gibt uns halt nur kurzzeitig Energie und macht uns danach müde und träge. Also vielleicht das nächste Mal mit dem Zucker ein bisschen mehr sparen. Ja, liebe Bettina, Zucker hin oder her. Ich habe mein Gewissen beruhigt, weil ich habe nämlich eingebaut noch das tolle Mohnöl und das ist für mich Beruhigung genug und ich werde jetzt den Brownie aufessen.